Der Herr sagt, die Zeit ist gekommen, wo sich alle Ungerechtigkeit von Jakob entfernen muss. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 2. Juni 2007 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Geliebte, hört mir zu und macht es so, wie ich es euch gebiete. Denn die Zeit ist gekommen, die Zeit ist hier, wo sich alle Ungerechtigkeit von Jakob entfernen muss. Meine Kinder, hört die Stimme des Herrn eures Gottes, eures Erlösers. Ich bin er. Ich bin er und ihr werdet meine Herrlichkeit schauen. Und in ihm, den ich sandte und noch sende, werdet ihr mich erkennen. Denn der Vater und der Sohn sind eins. Und wenn wir eins sind, dann sollt ihr eins werden in uns, in Wahrheit. Ja, die Zeit nähert sich, wenn wir eins sein werden in euch und ihr in uns. Denn ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Die erwählte Herde, die geliebte Herde des Hirten. Das sagt der Erlöser, der Heilige von Israel. Sogar alle, die zu mir kommen werden, werden mir gehören, und ich werde ihnen gehören. Denn ich werde kommen und in ihnen leben, und unter ihnen und sie in mir. Amen. Und so wird es am Ende dieses Zeitalters sein. Ich werde kommen, schaut, ich werde zerstören und heilen. Und viele werden zu mir kommen, jenseits dessen, was ein Mensch zählen kann. Und sie werden genauso sein wie all jene, die bereits zu mir gekommen sind, meine eigenen Geliebten, die meine Stimme gekannt haben, die mit ihrem ganzen Herzen geglaubt haben, obwohl sie mich nicht gesehen haben, denn sie kennen mich und ich lebe in ihnen. Schaut die herrliche Hochzeitsfeier, bekleidet mit weißen Gewändern, rein und leuchtend. Aber was ist mit all jenen, die weder gesehen noch gehört haben? Und was ist mit all jenen, die gehört haben, aber ablehnen zuzuhören? Und mit all jenen, die gesehen haben, aber ablehnen es zu prüfen und zu erkennen? Was ist mit all jenen, die sich selbst bei meinem eigenen Namen nennen, meiner Stimme aber nicht gehorchen und ablehnen, meiner Rede Beachtung zu schenken? Schaut, ich habe nicht aufgehört, zu ihnen zu sprechen. Ich habe nicht aufgehört, nach ihnen zu rufen. Und immer noch leugnen sie mich. Sie lehnen ab zu hören. Sie erkennen meine Stimme nicht mehr. Sie hassen den Klang meiner Rede. Denn sie sind ein rebellisches Haus, ein sehr halsstarriges, hochmütiges und ungehorsames Haus. Jene, die sich selbst bei meinem Namen nennen. Diener, hört und versteht und seid gepiekst in euren Herzen. Der Tag des Herrn ist hier. Er ist gekommen. Seht, er ist hier, er ist gekommen. Wer wird für mich gehen? Wen soll ich senden? Wer wird hinausgehen im Namen des Herrn, des Gottes von Israel, und auf seiner Brust und Stirn den Namen des Heiligen von Israel, eures Erlösers, tragen? Jahoshua, der König der Herrlichkeit? Wer wird für mich leiden? Wer wird sein Leben für mich kreuzigen? Schaut, auch all jene, in welchen ich von mir selbst sehe, in welchen ich vollständig wohne, sollen sich unter die Scharen mischen. Und diesen werde ich eine neue Stimme geben, eine neue und starke Stimme. Schaut, sie werden singen und 10 Tage Trübsal erleiden. Seht, sie werden ins Gefängnis geworfen und von Satan gefangen gehalten werden. Aber sie werden auf keinen Fall gebunden sein. Noch kann ihr Mund gestoppt werden.
Ja, ich werde sie befreien. Und sie werden am dritten Tag wegfliegen. Ich werde aber einen Rest von diesen zurücklassen, um die wilde Herde einzusammeln, die verlorene und zerstreute Herde, die zerstreuten vieler Nationen. Schaut, sie werden fallen und jammern, und ich selbst werde sie trösten und führen, denn diese muss ich auch mitbringen. Und diese, ja auch diese, obwohl sie gebrochen werden und viele Verletzungen erleiden, obwohl sie zur Herde der Schlacht werden, werden sie auf keinen Fall aus meinem Blickfeld verschwinden. Denn auch sie werden alle mein Gesicht schauen. Und wenn die Zeit kommt, ja, sie wird gewiss kommen, werde ich alle töten, die versucht haben, meinen Gesalbten zu schaden. Schaut, ich werde eine große Schlacht veranstalten, ja auch mit jeder bösen Person, die an eurem Tod mitbeteiligt war, ihr Geliebten meines Herzens. Sie werden in Stücke gerissen werden. Denn ihr habt hier unter diesen Wölfen gelitten. Sie haben euch zerrissen und gebissen, aber ihr habt gesungen. Oh, wie wunderbar ihr gesungen habt! Und seht, eure Stimme ist in die Herzen der Scharen eingedrungen. Und durch die Kraft meines eigenen Geistes habt ihr die größte aller Lieben bezeugt. Und in jenem gleichen Augenblick wurdet ihr getötet und in den Himmel hochgehoben. Aber eure Worte sind nicht unwirksam zurückgekehrt, denn die Hörer wurden auch getötet, tief in ihrem Herzen. Schaut, so zahlreich wie der Sand an der Küste werden sie zu mir laufen, und aus ihnen wird ein großes Überbleibsel auftauchen, die vor all diesen Abscheulichkeiten fliehen werden, und sie werden sich vor ihm verbergen, der Trostlosigkeit verursacht. Sie werden aufsteigen auf Adlersflügeln und für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit versteckt werden vor dem Verschlinger des Fleisches. Seht, er wird verschlungen werden, und jene, die ihm folgen, werden verzehrt werden. Fleisch für die Vögel und ein Wohnort für den Wurm. Sie werden keinen Atem mehr bekommen, noch werden ihre Seelen meiner Herrlichkeit entkommen, noch der Macht meines Schwertes, das aus meinem Mund hervorgeht. Ich werde brüllen, ja, ich werde brüllen wie ein tobender Löwe, und sie werden in Stücke gerissen werden. Sie werden durchbohrt und verzehrt werden, beides. Das Fleisch und die Knochen, die Sehnen und die Seele werden verzehrt werden von meiner Gegenwart. Denn stark ist der Herr, heiß ist sein Zorn und mächtig ist das Wort aus seinem Mund. Er wird nicht verschonen, noch wird dem Tier Barmherzigkeit gezeigt werden, noch seinem Propheten, noch irgendeinem, der ihnen gefolgt ist. Rache ist mein, sagt der Herr, ich werde zurückzahlen. Das sagt der Herr, der Gott von Israel, der Gott der ganzen Schöpfung. Menschensohn, trete auf die Trauben im Weinkelter des Zornes meiner Wut. Trete sie nieder, Immanuel, zertrete sie, bis nichts übrig bleibt. Zerstöre sie und auch alle Dinge, die meine Leute in die Sünde geführt haben. Auch alle Dinge, die sie veranlasst haben, sich weit von mir zu entfernen. Menschensohn, deine Feinde sind dein Schimmel, sagt der Herr der Heerscharen. Bring sie zum Schweigen, wirf sie hinunter, verzehre sie in meiner Wut, verzehre und zerstöre. Lass sie nicht mehr vor meinem Gesicht stehen. Zahle zurück,
sagt der Herr, zahle es ihnen doppelt zurück, für das, was sie all jenen getan haben, die ich zu ihnen sandte. Doppelt für all jene, die nach meinem Namen benannt sind. Sogar doppelt und noch einmal doppelt für alles, was sie den Kleinen angetan haben. Für all die Unschuldigen, die sie zerstört haben. Und für all die Unschuldigen, die sie mit Hass, Gewalt und Sünde angefüllt haben. Zerstöre sie alle, sagt der Herr, der Gott von allem Erschaffenen, bekannt und unbekannt. Serviere ihnen das Doppelte, sagt der Herr, und zerstöre, sagt der Herr, euer Gott. Aber mache kein komplettes Ende, um meines Dieners Noah willen und um Jakobs willen, mein Israel, und um meines Dieners Juda willen und um all der Geliebten willen, die nach dem Namen ihres Hirten benannt sind. Mache kein komplettes Ende. Fege den Boden sauber und baue wieder auf. Stelle das Heiligtum und den Garten wieder her. Versöhne alle Dinge mit dir selbst. Herrsche über alle Nationen, Sprachen und Völker, ja über alle Dinge, im Himmel und auf der Erde. Ruhe, 1000 Jahre. Amen.